So. Mit diesen Worten begrüße ich jeden einzelnen Zuschauer. Guten Tag und willkommen zurück auf dem Kanal von Red Black auf eine neue Runde Foundation. Wir haben heute den Mittwoch, 6. März 2019. Es gab natürlich auch ein Update heute. So. Das werden wir während der Aufnahme ein bisschen entdecken, was jetzt alles so neu ist. Gut, da haben sie so eine Hilfe, wie man Häuser baut. Das ist übrigens auch neu. Kann man drei draufdrücken, dann wird es erklärt. Aber das ist ja nichts Special hier. So, aber auf jeden Fall. Erstmal machen wir hier weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Moment. Okay, das wollte ich nicht. Wie konnte man sich nochmal bewegen? So, genau. Also auf jeden Fall gibt es ein Hilfefenster jetzt mit verschiedenen Erklärungen, wie was gemacht wird. Aber wie auch immer, werde ich sowieso alles kopieren. Und dann unter dem Video reinballern, was jetzt neu ist und was sie jetzt verbessert haben. Wieso sind jetzt hier Bäume? Hat man doch weggefahren. Das gehört doch alles hier. Hier waren keine Bäume vorher, oder? Das hatte ich ja gepflanzt, ja. Aber das? Strange. Auf jeden Fall, ja. Wir warten natürlich, dass die Brücke jetzt endlich fertig ist, um natürlich unsere Weizenfarm da aufzubauen. Hier sind schon mal kleine Bäume gepflanzt worden. Ja, man hätte auch in Reihen gliedern. Gut. So, unsere Holzfäller sind fleißig am Arbeiten. Aha, guck mal hier, Steinbruch. 103 Steine, das nehmen wir. Genau, wir wollten ja eine neue Steinmetzhütte bauen, ne? Weil da arbeitet nur einer und kann auch nur einer arbeiten. Und wir können echt mehr produzieren und dann auch mehr zu verkaufen. Aber die Kraft deines Dorfes hat eine neue Stufe von Freischaltfähigkeiten ermöglicht. Okay. Gucken wir mal. Ne, das war's nicht hier. Gehen wir da mal einmal bauen. Genau. Schneiderei. Achso, ja. Das kennen wir alles. Dorfkirche. Das haben wir ja schon. Ach hier, guck mal hier. Welsener Bergfriede. Monument. Das ist ein Monument. Aha. Ja, aber dafür haben wir erstmal nicht genug Kohle. Das bringt nichts. Trainingspuppe. Da werden bestimmt unsere Soldaten ausgebildet. So. Pflanzenbogen, Zierbaum, Straße, Schild, Zaun. Ja, gut. Ist nichts Besonderes. Wir gucken mal, Haushalt. Immer noch viel mehr Einkommen als Ausgaben, das ist natürlich richtig. Was ist das hier rumgepackt? Na ja, gut. Bei der nächsten Folge sehen wir das nicht mehr. Gut, dann würde ich mal sagen, lass uns mal vorspulen. Damit die Brücke endlich fertig ist. Und wir weitermachen können. Ja, ich hoffe, dass ich nicht zu leise bin. Ich bin nur extrem müde. Gestern haben wir noch Livestreams gemacht. Und zwar auf Twitch. Mit dem lieben X Schnitzel HD.
da hatten wir 4 Stunden gestreamt und haben da Euro Truck Simulator gespielt. Hat richtig Spaß gemacht. Hiermit gehen die Grüße auch raus. Und ich freue mich auf den nächsten Stream. Vergiss nicht, Leute, alle, die zugucken, ne, auf Twitch, Dienstag, Freitag und Samstag, wenn ich mich nicht irre. Ab 17.30 Uhr spielen wir zusammen verschiedene Spiele, auch ältere Spiele, wo nicht mehr viele Leute streamen. Aber es macht einfach Spaß. So, hier wäre neue. Oh, guck mal hier. Schon ein neues Dorf hier. Ich weiß, dass die noch irgendwas hier. Und zwar, da gab es einen Fehler, dass sie da eine Häuser gebaut haben und dann gleich das Haus erweitert haben, obwohl es nicht voll war. So, und mit diesem Update, was heute rauskam, hieß es, dass erstmal gewartet wird, dass das Haus voll ist und dann erst das Haus dann erweitert wird. So. Um Platz zu sparen natürlich, ne? Guck mal, die Bäume wachsen ja schon richtig schnell, wa? Alter, Alter. So, wie viel Gold haben wir? 97, 105. Ah, so langsam geht es. Wenn wir erstmal unsere Weizenfarm aufbauen können und ein bisschen Brot verkaufen können, dann sind wir schon auf einem guten Weg. Ich weiß gar nicht. Also ich hätte mir gewünscht beim Update, dass sie da, wie es bei den vergangenen Folgen erwähnt hatte, dass man eine Liste hat mit den ganzen Zivilisten. Damit man sehen kann, wer keine Arbeit hat, wer schon eine Arbeit hat, dass man einen Überblick hat. Weil so müsste ich jetzt jeden Einzelnen hinterherlaufen, gucken, okay, arbeitet er? Guck mal, die zum Beispiel. Das ist die Kirche. Aber gehen wir mal gucken hier. Die hat zum Beispiel keine Arbeit hier in Sigismund. Ne? Das ist geil. Und wenn sie dann im Haus sind und sich nicht bewegen, dann. Doch, kannst du draufklicken. Ah, guck mal an. Na gut. Na gut, aber trotzdem, man könnte so eine Liste machen. Das Thema wäre dann erledigt. Das wäre auch viel einfacher. So. Unser Wald, der wächst. Ziemlich schnell. Ah, das mit der Brücke, das ist echt lässig. Das dauert echt zu lange. Man muss viel zu viele Bretter bauen. Muss ich ja ehrlich sagen. Ich habe 2 Sägewerke, vollkommen ausgelastet. Dann wird hier Holz abgebaut, ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz haben wir da? 0. Und alles gleich in Bretter produziert. Hier, neue Dorfbewohner kommen auch schon wieder an. Keine Bretter in. Echt keine Bretter. Na gut, wenn die Brücke erstmal fertig ist, dann können wir weitermachen. So, pass mal auf. Henry, du bist ja Schreiner, ne? Das ist ja alles Schlumpen, ne? Aber, Maggery. Na gut, wir brauchen noch ein paar Bauern. Also, müssen wir noch ein bisschen sparen. Wir hätten jetzt auch keinen Platz mehr, ne? Nö. Wir können eine neue Steinmetz bauen. Eine Steinmetzhütte, da hätten wir noch mal für Arbeit für eine Person, aber. Auch voll. Ne, komplett ausgelassen. Oh, wir haben nur ein Lagerhaus. Aber solange wir noch kein Brot backen, brauchen wir kein neues Lagerhaus. Das bauen wir auch hier irgendwo. Fertig aus. Thema erledigt. So, die ganze Folge in dreifache Geschwindigkeit. Gebäude fertiggestellt, Wohnhaus. Ja, das ist doch schön. Wie wäre es, wenn mit der Brücke anfängt? Was heißt nicht anfangen, aber endlich mal diese scheiß Brücke beenden. 210 Goldbarren. Ah, Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Woche 23, Tag 7. Wahrscheinlich auch gleich Woche 24 nächstes. Das ist das Richtige, oder? Naja.
Also auf jeden Fall dieser Hilfefenster ist neu. Ne, für die ganzen neuen Zugänge. Ihr könnt natürlich auch meine Videos gucken. Oder ihr habt dann diesen Hilfefenster. Was haben wir hier? Anzeige, Beliebtheit, Produktivität. Aha, was ist das denn? Eisenerz? Oh, oh, oh. Aha, alles rot. Da drüben. Da ist Eisenerz. Okay, das ist gar nicht so schlecht, weil... Warte mal, Fruchtbarkeit. Okay, das passt hier. Ja, da machen wir schön die Landwirtschaft. Wohngebiete, gut, das passt auch. Aber Eisenerz. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir auch Grundstücke kaufen, wo Eisenerz ist. Und wir haben nur hier und hier. Denn wenn wir später eine Armee brauchen und, wie gesagt, Rüstung und sowas bauen müssen, brauchen wir auch Eisenerz. Und da haben wir nur zwei Stellen. Gut, dass wir keine Gegner haben, die uns das alles klauen können. Oh doch, hier. Hier ist noch eine Stelle. Aber da will ich nicht hoch. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir da hier hinten so. Kaufen noch zwei, drei Parzellen und schon haben wir Eisenerz. Das hätte mir mal früher... Hätten wir mal hier anfangen sollen, ey. Na gut. Aber ich glaube, erstmal brauchen wir nichts, ne? Vier neue Gebäude freigeschaltet. Ja, was für Gebäude? Erzähl mal. Ach, das muss ich ja hier alles freischalten, ne? Schalte Jagdhütte. Schalte Waffenschmiede. Die Jagdhütte. Ah, hier. My Lord, wir müssen wählen, wem wir helfen wollen. Ah. Na, pass auf. Ja, dann machen wir das hier. Oder das? Brauchen wir hier? Nö, ne? Wir brauchen... Oder warte mal, was gibt's hier so Schönes? Schalte Kirche, schalte Insel, Steinmauer frei. Ja, ne? Ach komm. Wir helfen dem König, denn wir brauchen, oder? Ne, wir brauchen noch so. Ne, komm, lass mal das machen. Wir helfen das Volk. So, pass auf. Wie war das? Holzfäller konnten keine zugängliche Ressourcen nennen. Ja, okay. Das ist natürlich, warte, Moment. Das ist ein bisschen zu schnell. Gut. Dann würde ich mal sagen, das ist ja noch am Wachsen. Emma, pass auf. Emma, ganz großer Auftrag für dich. Aufforstung. So. Abbau. Dann wir erstmal weg. So, Aufforstung. Und dann machen wir hier noch. Zack. Ne? So soll es sein. Okay, so machen wir das. So, aber hier haben wir auf jeden Fall Abbau. Dann gib ihm, ey. So, ist das schon mal geregelt. Die Tannen lassen wir hier. Na, hier wird aufgeforst. Sehr schön. Verbotenes Land. Ja. Keine Ahnung. Bei mir gibt es nichts, was verboten ist. So, aber hier, liefere, pass auf. Tak, 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 tak. Ja. Ich muss erstmal 30 haben. Dann können wir theoretisch dann wieder liefern und dann haben wir wieder ein paar
Hier hätten wir noch ein paar Sachen freizuschalten. Die Fischerhütte, um zu fischen. Das brauchen wir als erstes auf jeden Fall. Gut, aber ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wir beenden hier diese Folge und morgen sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Und ich hoffe, dass ich dann sagen kann, dass die Brücke fertig wird. Denn so langsam geht mir sie geht mir wirklich auf den Sack, diese Scheißbrücke. Ich habe das Gefühl, wir bauen gerade die Golden Bridge. Also echt. Also, mit diesen Worten verabschiede ich mich.